Fuck that. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Berus und heute möchte ich mit euch Lightroom und Photoshop etwas genauer anschauen. Genau gesagt, wir werden uns heute mit den Unterschieden, Gemeinsamkeiten und die Anwendungszwecke der jeweiligen Programme genau unter die Lupe nehmen. Das Video richtet sich an Fotografen bzw. an die Leute, die keine der beiden Programme haben und nicht wissen, welche der jeweiligen Programme für sie am besten geeignet ist. Also verlieren wir keine Zeit mehr und legen wir gleich los. Film ab! Also sowohl Lightroom genau wie Photoshop sind beide sehr starke Bildbearbeitungsprogramme, jedoch mit unterschiedlichen Anwendungszwecken. Schauen wir zuerst mal Zwecke und Anwendungsbereiche an. Lightroom ist primär ein Tool zur Fotoverwaltung und Bilderbearbeitung. Es eignet sich für Fotografen, die große Mengen an Fotos organisieren, sortieren und bearbeiten müssen. Lightroom ist besonders für grundlegende Korrekturen wie Belichtung, Farbe und Kontrast ausgelegt. Es ist also ideal für eine schnelle und effiziente Bearbeitung, was bedeutet, dass das Originalfoto nicht verändert werden wird. Wobei ich hier sagen muss, dass Lightroom eher für die RAW-Entwicklung, also diese RAW-Bilder ist, wo auf andere Seite der Photoshop eher für Bildmanipulation eingesetzt werden kann. In Lightroom werden die Änderungen auf das RAW-Bildmaterial angewendet. Also je besser der Ausgangsmaterial, desto besser auch die Bearbeitung in Lightroom. Photoshop bearbeitet nämlich die Bilder als Pixel und Pixel-Ebenen. Man baut nämlich diese Ebenen und man arbeitet einfach von einer Ebene zur nächsten. Ich werde hier einige theoretische Beispiele geben, damit für dich leichter ist, dass du sagst, dieses Programm ist für mich geeignet oder den Programm. Hausnummer, du hast eine Hochzeit fotografiert mit tausenden Bildern. Wenn du die Bearbeitung der tausend Bilder mit deinem eigenen Preset bzw. mit der eigenen nämlich Bearbeitung durchführen willst, hier ist natürlich das bessere Programm der Lightroom. Du kannst hier die Bilder organisieren, sortieren, bewerten und du kannst auch die Einstellungen, was du beim ersten Bild angewendet hast, auf alle anderen Bilder anwenden. Somit kannst du 1000 Bilder in kürzer Zeit bearbeiten. Natürlich geht das auch mit Photoshop, aber der Workflow ist nicht ganz optimal, weil der Photoshop wirklich anders aufgebaut ist. Zweites Beispiel. Du machst gerne Naturfotografie, wo du viele Landschaftsbilder machst, wo die Lichter auf, runter und solche Geschichten machst. Da ist natürlich auch für dich wahrscheinlich der Lightroom der bessere Wahl, weil da bist du einfach schneller im Workflow mit dem Lightroom. Was eigentlich, wenn du mehrere Einstellungen auf mehrere Bilder tätigen willst, da ist wirklich der Lightroom extrem effizient. Hausnummer gebe ich dir ein anderes Beispiel, du machst Focus Stacking. Eigentlich, du machst mehrere Bilder, wo du Fokusverlagerung machst. Diese Funktion hatte zum Beispiel der Lightroom nicht. Da brauchst du nämlich den Photoshop für diese Focus Stacking. Ein anderes Beispiel, du machst Timelapse. Wenn du Timelapse machst, du weißt genau, dass 2, 3, 4, 500 Bilder auf einmal anfallen für 4, 5, 6 Sekunden Timelapse. Da bist du eigentlich mit Lightroom auf jeden Fall besser dran. Da kannst du einfach das erste Bild bearbeiten, die Einstellungen auf weitere Bilder einfügen. Und du hättest auf einen Schlag 500 Bilder auf einmal bearbeitet. Photoshop ist eine umfassendere und detaillierte Bildbearbeitung und Grafikdesign-Software. Neben der Bildbearbeitung wird Photoshop auch für digitale Kunst, Webdesign und andere kreative Projekte eingesetzt.
Es bietet präzise Werkzeuge für Retusche zum Beispiel, für Ebenenbearbeitung, kann auch für komplexe Manipulationen der Bilder angewendet werden. Photoshop ist somit eher für detaillierte Retuschen und umfangreiche Bearbeitung gedacht. 2. Bearbeitungsmöglichkeiten. Lightroom bietet grundlegende, schnelle Anpassungen und ist ideal für die Optimierung für Farbanpassungen, Kontraste und Tonkorrektur. Das Tool konzentriert sich auf die allgemeine Bildbearbeitung und verfügt über Preset und eine schnelle Bildbearbeitung so effizient wie möglich zu halten. Die Funktionen von Lightroom sind eher global angelegt, also für das ganze Bild. Photoshop hingegen bietet sehr präzise und umfangreiche Werkzeuge zur Bildbearbeitung. Dazu zählen zum Beispiel Ebenen, Masken, Pinseln, Retusche, Auswahlwerkzeuge, mit denen sehr gezielte Änderungen vorgenommen werden können. In Photoshop ist es möglich, einzelne Bildbereiche bis ins kleinste Detail anzupassen oder manipulieren. Verwaltung und Organisation. Hier ist nämlich der Punkt geht an Lightroom, denn du kannst in Lightroom Bilder verwalten, du kannst Bilder bewerten und du kannst die Bilder organisieren. Du kannst mit Sterne bewerten, du kannst die organisieren in Kataloge. Dieser Tool hat nämlich der Photoshop nicht. Diese Tool zum Fotoverwaltung und Organisation, das bietet wirklich die Profi-Fotografen, die was tausende Bilder am Tag machen, das Leben extrem leichter. Stell dir vor, du hast mehrere Hochzeiten in einem Monat und du musst einige Bilder retuschieren bzw. bearbeiten, einige Auswahl treffen. Hier ist der Lightroom wirklich optimal, denn du kannst wirklich die Bilder mit Sterne versehen. Du kannst sagen, zeig mir nur die Bilder mit 5 Sterne oder nur die 4 Sterne. Man weiß, dass beim Fotografie, zum Beispiel eine Hochzeitfotografie, sehr viele Bilder anfallen, aber alle Bilder sind nicht schön geworden. Man will nur die besten haben. Man hat tausende Bilder und man sucht sich einfach die 100 besten Bilder aus. Hier ist zum Beispiel der Lightroom die bessere Wahl für dich. Photoshop hat keine spezielle Verwaltungs- oder Katalogisierungswerkzeuge für Fotos. Photoshop konzentriert sich auf die Bildbearbeitung und wird häufig eher für einzelne oder wenige Bilder in einem Arbeitsgang verwendet. Beim vielen Bilder bzw. Fotos ist Photoshop daher weniger praktisch. Lightroom speichert Bearbeitungen nicht direkt im Bild, sondern in einer separaten Datei, wodurch die Änderungen gezielt wieder rückgängig gemacht werden können. Diese nicht destruktive Bearbeitung bewahrt das Originalbild unverändert. In Photoshop kann man ebenfalls nicht destruktiv arbeiten, jedoch ist dies nicht der Standard. Oft werden Änderungen direkt an die Bilddatei gespeichert, es sei denn, man arbeitet gezielt mit Ebenen und Smart Objects. Benutzerfläche und Workflow. Die Benutzeroberfläche von Lightroom ist wirklich sehr für einen schnellen und wirklich effizienten Workflow ausgelegt. Wobei ich hier sagen muss, dass der Photoshop hat eine komplexere Benutzeroberfläche mit zahlreichen Werkzeugen und Optionen. Es ist eher ein All-in-One-Tool für fortgeschrittene Bearbeiter und hat eine höhere Lernkurve. Photoshop bietet sehr vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten und unterstützt eine Vielzahl von Plugins und Zusatzmodulen, vor allem von Retusche bis 3D-Design. Es ist besonders flexibel und lässt sich stark individualisieren. Zusammengefasst, Lightroom ist für schnelle Bildbearbeitung vieler Bilder und Organisation der Bilder, wo auf die andere Seite der Photoshop eher für die Detailbearbeitung bzw. Bildmanipulation ist. Allgemein kann ich nur sagen, viele Profis verwenden beide Programme zusammen. Lightroom für die Massenbearbeitung und Verwaltung und Photoshop für detaillierte und kreative Bearbeitung. Ich hoffe, dass du
etwas Informationen aus diesem Video mitnehmen konntest. Wenn es wirklich so ist, bitte dich um ein Like, abonnierst du vielleicht meinen Kanal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!